also ich fange dann auf Portugiesisch und dann lese ich die deutsche Übersetzung. Dieser Text entstand, als ich in Brüssel war und einen Jungen vor der Brüsseler Kathedrale gesehen habe, der Akkordeon gespielt hat für Geld. Also auf Portugiesisch. O acordeonista da Catedral de Bruxelas. De Bruxelas eu esperava tudo. Talvez a reprise do que ali já vivera, uma noite ao lado de JC, chuva e cansaço, conversas com taxistas e árabes, mas não este acordeonista de 20 anos diante da catedral, sim, a de Bruxelas, loiro e imberbe, alto e imundo, a quem doei 2 euros num excitativo segundo de tato entre sua mão e meus dedos fechados, abrindo-se em bojo sobre sua palma, após fazer com a visão o rodízio contemplativo e luxurioso, alternando o foco entre a catedral imberbe e loira e o acordeonista alto e imundo, a quem ensaiei por 20 minutos que pareceram durar seus 20 anos, perguntar seu nome, quiçá filmá-lo com a câmera que deixara no berlimbo, ou imaginá-lo fotografado em série por qualquer fotógrafo íntimo que me cedesse os direitos autorais desta imagem loira, imunda, para que eu de alguma forma possuísse este acordeonista imberbe e alto, a quem então batizo em minhas glândulas e passarei a chamar de Loic ou Guillaume pelo resto dos meus dias, após falhar em criar os curiões para pedir seu nome. E é assim, senhor Loic ou Guillaume, aos 20 anos, imundo e acordeonista, que a você eu dedico estes 2 euros e uma ereção. Also jetzt in der deutschen Fassung von Odile Kenne. Der Akkordeonist vor der Brüsseler Kathedrale. In Brüssel hätte ich alles erwartet. Die Reprise, alte Geschichten, eine Nacht an der Seite von JC, Regen, zu wenig Schlaf, Plaudereien mit Taxifahrern und Arabern, nicht aber diese 20-jährigen Akkordeonisten, blond und bartlos, stattlich und schmutzig, vor der Kathedrale, ja, der Brüsseler, der mich 2 Euro gab, verführerische, flüchtige, berühren seine Hand und meine Finger, die sich über ihr wölbten, öffneten, nach einem kontemplativen, luxuriösen Hin und Her meines Blicks zwischen der blonden, bartlosen Kathedrale und den stattlichen, schmutzigen Akkordeonisten, wenn ich 20 Minuten, die mir wie seine 20 Jahre erschienen, nicht wagte, nach seinem Namen zu fragen, mir ausmalte, wie es wäre, ihn zu filmen mit der Kamera, die ich in Berlin geblieben war, ihn mir als Fotoserie vorstellte, deren Nutzungsrechte der Aktfotograf mir überlassen hätte, so dass ich ihn wenigstens auf diese Weise besesse, den bartlosen, stattlichen Akkordeonisten, den ich heute in meine Drüsen taufe und von nun an Loic oder vielleicht Guillaume nenne, bis ans Ende meiner Tage, weil ich die Eier nicht hatte, ihn nach dem Namen zu fragen, und deshalb, wertester Loic oder Guillaume, mit deinen schmutzigen, akkordeonistischen 20 Jahren, widme ich dir diese 2 Euro und eine Erektion.